Quadriga, es ist wieder Zeit für römische Rundentaktik. Überraschungsmäßig auf Twitch, vorher nicht angekündigt, aber nachher auf YouTube als Aufzeichnung. Wir spielen weiterhin in Syrien. Oder wollen wir langsam mal wechseln? Nee, noch nicht. Wir bleiben erstmal vor Ort. Gehen weiter und haben, denn hier gibt's, ich finde, es passt ganz gut. Wir haben jetzt die letzten drei Rennen gehabt, von denen wir eins nur gewonnen hatten. Ich finde, für unsere Fähigkeiten, Schwierigkeitsgrad, alles okay, hier können wir bleiben. Und wir haben 63.000 Denari, das ist gut, aber nicht sensationell. Um wirklich tolle Fahrer zu kaufen, zum Beispiel, braucht man richtig, richtig Geld. Stellt euch vor, wir würden Tuge kaufen oder Jairus, würde uns 27.000 kosten. Brauchen wir auch. Also wenn wir irgendwann, die Partie endet ja damit, die Kampagne, dass man im alten Rom geht und da im, ich glaube, Circus Maximus, oder? Dass man da dann schließlich Rennen macht und da obsiegt. Dafür braucht man verdammt, verdammt gutes Personal und gute Ausstattung. Und zwar mehrere. Nicht nur einmal, zweimal wäre schon, also ganz viele. Da muss das hier vollgepackt sein, gerade in dem Modus. Ich finde, einen der beiden können wir uns locker leisten bei 63.000. Wir kaufen uns Jairus. Tuge. Wir kaufen uns Tuge. Ach, Jairus. Zack. Den nächsten gönne ich mir aber noch nicht. Wagen sind bescheiden. Pferde. 16.000. Nee, abwarten. Erstmal abwarten. So machen wir weiter. Die Upgrades können wir immer noch machen. Und wir setzen mal ein. Wir haben einen Viererfahrer. Vielleicht kriegen wir noch einen Fahrer zum Viererfahrer. Rauf. Wir nehmen nochmal Dengar. Oder wir nehmen gleich den Neuling, Leute. Warum denn nicht? Wir nehmen Jairus. Der soll mal Erfahrungen sammeln. Wir haben leider keine guten Wagen. Das ist echt mau hier. Wir nehmen den hier. Eben haben wir gute Erfahrungen gemacht mit so einem Zweierwagen, mit Zweierbeschleunigung. Das ist riskant. Wir sind allen Kämpfen aus dem Weg gegangen, aber wir haben da sehr gute Erfahrungen mit gemacht. Ich würde das gerne ausprobieren. Vierer Pferde. Dreierfahrer, Zweierwagen, rein geht's. Auf geht's. Mit Jairus. Peitschen. Oh, wir haben Glück. Dasselbe Event wie eben. Ich glaube, wie im letzten Rennen, oder? Oder zwei davor, ich glaube, wie im letzten. Zwei Pferde neben uns treten sich gegenseitig. Die Pferde von zwei Gespannen neben uns. Und das bedeutet, dass die Konkurrenten direkt neben uns mit schwächeren Pferden starten. Die haben eine langsamere Geschwindigkeit. Wettquote 5:1. Bah, 12 Teams ist schlecht. Deshalb, 12 Teams ist schlecht. Da muss man auch wirklich, das ist ein bisschen riskant. Wir wetten natürlich. Wir haben ja so viel. Wisst ihr was? Wir wetten 3.000. Wir wetten so, dass wir 20.000 gewinnen würden. Wir wetten 3-3 und würden dann 20.000 bekommen. Wenn wir gewinnen auf Platz 1, wenn wir nicht auf Platz 1 sind, Platz 2 ist schon Loser-Platz, dann sind nämlich die 3-3 weg. So gehen wir rein. Da müssen wir natürlich peitschen. Auf geht's. Nochmal peitschen. Es darf kein Blut spritzen. Wenn Blut spritzt, haben wir was falsch gemacht. Nochmal peitschen. Wir versuchen das genauso wie im letzten Rennen. Wir versuchen entschlossen nach vorne zu peitschen, dann auf eine schnelle Innenbahn zu kommen, wo man in den Kurven halt schneller ist. Drei nach links. Wir sind ganz vorne. Wenn wir uns vor alle anderen setzen, haben wir einen coolen Platz. Genauso haben wir das, nicht genauso haben wir das letzte Rennen gemacht, aber in etwa so. Oh, das ist gut. Jetzt mit Stabilität durch die Kurve oder noch, wir könnten auch noch eins weiter nach innen, aber das ist riskant, weil auf der dritten Bahn braucht man Stabilität, auf der vierten nicht. Wir gehen mit Stabilität hier durch. Ganz auf Nummer sicher, ganz entspannt. Ja, der ist schneller, der ist innen. Einmal nach vorne peitschen. Aus allem raus. Jetzt darf kein Blut spritzen. Eins nach links. Der peitscht auf uns drauf. Und jetzt... Ah, wir sind zu schnell für die Kurve. Nein, dicke Orange. Dick. Jetzt ist es grün. Jetzt ist es mit Stabilität in der Kurve. Jetzt ist Risiko okay. Und so spielen wir weiter.
So vorne weiter. Das war die erste Runde. Wir liegen gut vorne. So weiter. Ganz. Niemand darf sich neben uns setzen. Wir fahren mit Stabilität weiter. Wir peitschen nicht. Wir gucken, wir versuchen einen Startzielsieg. Das war eben ein ganz heikler Moment. Scheibenkleister, da liegt ein Pferd. Das ist Bahn 4 oder 5. Wenn wir da drüber rumpeln, gibt es ein Problem. Mit Stabilität in die Kurve. Wir sind aber weiter innen. Das klappt. Er zieht an uns vorbei. Wir werden nach außen getragen und fahren über das Pferd und sind betäubt. Können keinen Befehl durchführen. Es treibt uns auf das Pferd drauf. Wenn der nach uns peitschen würde, wären wir hilflos. Wir ziehen noch mal eins nach links. Weichen ihm aus. Und jetzt gehen wir mit Stabilität in die nächste Kurve. Das ist genau, jetzt kommt wieder ein Pferd. Aber es ist eine Bahn weiter außen, oder? Wir werden wieder nach außen getragen. Wir haben immerhin Stabilität. Wir sind wieder betäubt. Letzte Bahn. Der neben uns ist verunglückt. Nein! Wir peitschen uns nach vorne. Wenn wir jetzt nicht verunglücken, mit Stabilität durch die Kurve. Nein, das sind Wagen. Auf welcher Bahn sind die Wagen? Zweiter. Nein, bitte nicht über den Wagen fahren. Bitte nicht über den Wagen fahren. Genau zwischen den Wagen durch, neben das Pferd. Über das Pferd, nichts passiert, noch ein Wagen. Nein, ich habe vergessen zu klicken, wir fahren nochmal über den Wagen, immer mit Stabilität. Nein, bitte nicht fahren. Wir fahren dem Ziel entgegen. Wir fahren dem Ziel entgegen. Nein. Nein, nein, wir schaffen's. Betäubt. Das Pferd ist fast tot hier. Das Pferd ist fast tot. Nein. Bitte nicht, dass der sich an uns vorbeipeitscht. Wie aufregend, gewonnen, nein, 38.000 gewonnen auf Platz 1, 20.000 Wetteinsatz, so viele Fehlentscheidungen, so viel Glück, so viel Pech, was für ein Rennen, unfassbar, was für ein Rennen, Leute, boah, ich bin jetzt nicht Jahre gealtert bei dem Rennen, aber zumindest Wochen, boah, Leute, was war das für ein Rennen? Was für eine Dramatik, schreibt ihr, genau. Unfassbares Rennen, ne? Unfassbar. Ich muss mich erstmal beruhigen. Ich muss erstmal kurz verschnaufen, echt. Ich hab auch Sterne, die sich bei mir vorm Kopf hin und her drehen. Unfassbar. Zugucker schreibt, die Menge jubelt und das Hippodrom bebt. Unglaublich. Weitermachen, noch mal weiter. Ein Entwickler, ein spanischer Entwickler, 2014 rausgekommen. One-Man-Projekt aus Spanien. Weiter, ne? Obwohl, besser kann es nicht werden. Weiter, Leute, weiter. Jairus. Ja, wir müssen den Onkel Doktor holen. 93.000. Hier oben, ein Dreierkarren. Zauberhaft, wir verkaufen einen Zweierkarren. Der ist beschädigt, der Karren, und es ist nur ein Zweierkarren. Obwohl wir gute Erfahrungen gemacht haben, jetzt mit Doppelblitz. Das gefiel mir besser als die mit der Stabilität. Wir verkaufen einen von den Ausgeglichenen. Wir verkaufen den hier. Weil der halt, ja, kaufen den dazu. Nehmen den fürs nächste Rennen. Schicken hier einen Onkel Doktor zu den Pferden. Boah, das Pferd ist fast tot. Und jetzt haben wir langsam auch genug Geld, um mal ein bisschen sowas investieren hier für einen weiteren. Hier fehlen ja zwei Gäule. Hier gehen wir 16.000 aus. Boah, die verlieren ordentlich an Punkten. Das war eben, waren das drei Pfeil. Jetzt haben wir zwei neue Pferde gekauft. Das bedeutet mit dem kleinen Pfeil, wir müssen ein Rennen schaffen. Und dann wird der Pfeil wieder besser. Der füllt sich wieder von alleine auf. So. Was fehlt jetzt noch? Das Pferd ist immer noch verwundet. Viererpferd. Jairus könnte es nochmal machen. Der Karren ist optimal. Weitere Käufe sehe ich nicht. So, rein ins nächste Rennen. Wieder mit Jairus. Rein ins nächste Rennen. Jairus war ein guter Kauf, schreibt Tat. Go!
Ein Star ist in die Stadt gekommen. Ein großer Star ist in diesen Zirkus gekommen, um hier an den Spielen teilzunehmen. Und er ist mit dabei auf der Außenbahn. Das ist unser Hauptkonkurrent auf der Außenbahn. 4:1 ist eine deutlich schlechtere Quote. Wir haben einen guten Ruf bekommen in der Stadt. Deshalb wird die Quote immer schlechter. Und 12 Teams dabei. Wir wetten mal nicht. Wir sind genau in der Mitte. Das ist eine bessere Bahn als zuvor, Leute. Oh, schaut mal. Wenn wir hier durchkommen, sind wir automatisch schon auf Bahn 3 oder 4. Auf den Bahnen, wo ich letztlich auch hin will mit euch. Wo wir am Ende mit Stabilität oder vielleicht sogar ohne Stabilität durch eine relativ schnelle Innenbahn kommen. Das ist ein richtig guter Startplatz. Und wir gehen dem Star aus dem Weg. Richtig gut, Leute. Einmal peitschen. Nochmal. Der Star ist hier unten. Kein rotes Blut. Ohne Peitschen. Das ist eine gute Bahn. Wir müssten auch so auf einer vordersten Reihe sein. Und wir haben schon die gute Bahn. Und ab jetzt mit Avoid Aggressions weiter, oder? Die Bahn ist optimal. Es darf nur keiner vor uns sein. Hier. Mit Avoid Aggressions weiter. Das heißt, keiner kann uns rammen. Keiner kann da uns peitschen. Wir sind genau auf der richtigen Bahn. Setzt sich vor uns! Wechselt nach außen. Wir brauchen keine Stabilität. Wir gehen nur mit Avoid Aggressions rein. Ohne Stabilität. Niemand will uns rammen. Alles gut. Wo kommen denn die toten Pferde? Da ist schon einer verunglückt. Einfach beschleunigen. Normal beschleunigen. Der zieht an uns vorbei. Eins nach links. Auf die Innenbahn. Er fährt mit ein bisschen Glück auf uns auf. Jetzt brauchen wir Stabilität. Wir sind auf Platz 2. Das ist alles gut. Er wird nach außen getragen. Er fährt sehr riskant. Mit Stabilität durch die Kurve. Niemand neben uns. Niemand, der uns bedrängt. Wir werden eins nach außen getragen von der Fliehkraft. Er ist vor uns. Wenn wir ihn schnappen wollen, er peitscht nach vorne. Eins nach links, kürzere Innenbahn. Und mit Stabilität in die Kurve rein. Er ist weit vorne, aber abwarten. Zu früh peitschen, verlieren wir eventuell an Tempo, wenn unsere Gäule kaputt gehen. Und jetzt könnte man peitschen. Machen wir noch nicht. Machen wir noch nicht. Hier merken wir uns die Innenbahn. Wir bleiben hier, wir bleiben hier. Wir sind auf Platz 2. Und es sind noch anderthalb Runden. Wir haben Zeit. Bleibt geduldig, Leute. Ganz geduldig. Er liegt vorne. Aber es ist nur eine halbe Runde. Und wenn er peitscht oder irgendwas macht, ein fittes Pferd, die andere nicht. Wir geben Stabilität durch. Und nach der Kurve, nicht in der Kurve peitschen. Eins nach außen. Und jetzt wird gepeitscht. Jetzt wird gepeitscht. Und jetzt müssen wir auf der Bahn bleiben. Wir können nicht peitschend in die Kurve gehen. Er wird nach außen getragen. Wir haben immerhin den zweiten Platz verteidigt. Den kriegen wir nicht mehr. Aber einem seiner Gäule geht schlecht. Wir können nicht in der Kurve peitschen. Aber wir können nach der Kurve peitschen. Und wir peitschen dann... Oh, dunkelrot. Wir peitschen auf ihn in seine Nähe. Aber er gewinnt. Der hat gut gefahren. Muss man mal anerkennen, wenn Leute gut gefahren sind. Ist ja nicht peinlich. Wir ziehen zwei nach innen, um ihn nachher auszubremsen. Das war's. Wir holen den zweiten Platz. Das ist völlig ehrenwert. Man muss nicht jedes Rennen gewinnen. Das waren 12 Fahrer. 12 Gespanne waren dabei. Wir holen den zweiten Platz. Alles gut. Wir hatten nicht gewettet. 11.000 Denari. Unsere Pferde geschont. Keine großen Verletzungen. Ich bin stolz drauf. Alles gut. Alles gut gemacht. Zauberhaft. Ein Rennen hinterher. Ei, ei, wird gemacht. Noch ein Rennen hinterher. 85.000. Jetzt müssen wir uns überlegen. Sind gute Sachen im Angebot. Ein Dreierfahrer. 27.000. Wir verkaufen Sima.
und kaufen für den freien harten, für den freien vierten Platz, kaufen für Haggai. Und jetzt hat's, schaut mal, wie gut wir dastehen. Vier Fahrer, ein Vierer, drei Dreier. Richtig gut. Pferde, zwei Vierer, ein Dreier, einer, der demnächst wieder drei ist. Nur hier haben wir noch Probleme bei den Karren. Das ist richtig gut und 62.000 Spielgeld. Alles gut. Der neue Fahrer, wir setzen Jairus nochmal ein. Wir setzen Haggai an, weil es kann sein, wenn wir zu lange mit denselben Fahrern drin sind, dass die Leute uns überdrüssig werden, das kommt dann als Event, dann schmeißen die uns mit Tomaten oder faulen Früchten, wenn wir auf der Außenbahn sind. Gibt's ernsthaft. Machen wir deshalb nicht. Wir setzen den neuen ein, Haggai. Den setzen wir ein. Pferde müssen wir austauschen. Wir skillen mal das fehlende Gespann hoch, das Dreier. Wenn wir heil durchkommen, dann ist das danach wieder ein Dreiergespann. Der Wagen bleibt, unser bester Wagen, der darf nicht kaputt gehen, Dreierfahrer. So machen wir das, ja? Rein ins nächste Rennen. Das müssen wir nicht gewinnen. Wir haben mit Absicht Gäule genommen, die wir trainieren wollen. Rein ins nächste Rennen. Und wir haben einen Anfänger dabei, neu gekauft. Nein! 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 Immer dann, wenn unser Fahrer Schaden erleidet, ist er danach betäubt. Also Sternchen drehen sich vor dem Augen, vor seinen Augen, was spieltechnisch bedeutet, dass wir ihm eine Runde lang, mutmaßlich nur eine Runde lang, einmal grüner Balken durchlaufen, keine Befehle geben können. Das ist doof. Das heißt, wir gehen allen Konflikten aus dem Weg. Wir gehen fremden Fahrern aus dem Weg. Wir lassen uns nicht rammen, wir lassen uns nicht peitschen. Wir gucken, dass wir nicht über zu riskant fahren und wir fahren nicht, rumpeln nicht über Wagen, die dort liegen oder über tote Gäule drüber. Wir spielen defensiv. Das wird mutmaßlich kein Sieg. Das ist ein ganz doofes Event. Wir wetten deshalb auch nicht. Und vor allem nicht bei einer Quote von 3 zu 1. Und wo sind wir? Das heißt aber nicht, dass wir nicht gar nicht auf Erfolg fahren. Zu Beginn peitschen geht immer. Wir müssen auch deshalb nach vorne peitschen. Wir wollen es ja von anderen nicht... Oh, scheiße. Entschuldigt. Schade. Schon haben wir ein bisschen Schaden erlitten mit den Pferden, weil wir wollen ja auch außerhalb der Reichweite der anderen bleiben. Denn wenn die uns rammen würden, wäre das doof. So, und jetzt gehen wir nach innen. So viel wie geht. Drei nach innen. Auf eine bessere Bahn. Er zieht an uns vorbei. So, und jetzt avoid aggressions. Unbedingt. Wenn uns einer rammen will oder peitschen, guck mal, der will uns rammen. Der wird uns sonst rammen. Weiterhin avoid aggressions. Wir sind eingeklemmt, die Bahn ist nicht gut. Wir sind mindestens eins zu weit außen. Wir kommen langsam hier durch. Wir gehen weiter auf avoid aggressions. Wir bleiben hier. Keine Konflikte, Leute. Denkt dran, wenn irgendwo ein Drama passiert, sehen wir Sternchen. Hier, der will uns wieder rammen. Avoid aggressions. Wir können nichts machen, Leute. Jetzt will er uns rammen. Alle wollen es angreifen. Eins nach außen. Alle mal aus dem Weg gehen. Die machen sich ja gegenseitig fertig. Das wird gar nichts. Das wird ja einfach nur einmal nach Hause geritten und gucken, dass man halt durchkommt, Pferde skillen und die Prämie sich holen, dass man das Rennen erfolgreich durchgeführt hat. Hier rettet sich jemand. Die ersten drei bekommen hohe Prämien. Der erste natürlich die größte. Ab Platz 4 gibt es nur noch Ankommenprämien. Und die holen wir uns. So. Und ich glaube, die bekommen wir auch, wenn wir auf Autofinish klicken. Und das machen wir jetzt. Denn wir werden nicht mehr gewinnen. Autofinish. Wir bekommen unseren Einsatz von 3840. Keine Verletzung, alles gut. Gehen rein in die Stadt und machen noch ein weiteres Rennen. Und das wird ein bisschen spannender als das hier. Haben Geld bekommen. Haben die fehlenden Punkte hier bei den Pferden wieder ausgeglichen. Das Pferd ist verletzt allerdings nur ein bisschen. Wechseln jetzt nochmal auf ein Vierergespann.
Der Wagen ist okay. Da oben können wir einen Dreierwagen kaufen. Wir verkaufen das hier. Und kaufen uns den hier. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Sehr schön. Und bei den Fahrern geben wir ihm eine zweite Chance, dem Haggai. Und jetzt hat er einen guten Wagen und richtig gute Gäule. Und jetzt kann der Neue zeigen, was wirklich in ihm drin steckt. Jetzt kann er es zeigen. Und jetzt hoffen wir mal, dass er nicht nochmal drugged ist. Oh, Soft Terrain. Ja, der Untergrund ist weich und das reduziert die maximale Geschwindigkeit aller Teams. Jetzt fehlen uns leider die Infos beim Spiel, wir wissen nicht genau. Bedeutet das, dass ein Prozentsatz der Maximalgeschwindigkeit abgezogen wird oder dass die Maximalgeschwindigkeit gedeckelt wird? Falls letzteres wäre das für uns bescheiden, denn wir leben von der hohen Maximalgeschwindigkeit. Unser Rennstall ist geskillt auf maximale Geschwindigkeit. Nicht nur die drei Komponenten, sondern auch die Grundeigenschaften unseres blauen Rennstalls, Geschwindigkeit und Beschleunigung. Das ist insofern, man weiß nicht genau, was es bedeutet. Ne? Wir wetten nicht. Wir peitschen. Oh, das ist gut, wir sind in der Mitte. Eins, zwei weiter oben wären besser, aber das ist gut. Wir peitschen nochmal. Schaut mal, ja, seht ihr die Wolken? Ich glaube, die vielleicht hängen hier auch damit zusammen. Wir peitschen noch einmal. Jetzt darf kein Blut spritzen. Leute, ich habe ein gutes Gefühl. Jetzt gehen wir zwei nach links auf die Bahn 3. Oh, das ist die optimale Bahn. Mit Stabilität in die Kurve. Und die liegen eigentlich vor uns, weil wenn wir Glück haben, sind wir nach der Bahn vorne. Denn wir haben eine sehr schnelle Innenbahn und keinen Konkurrenten neben uns. Mit Stabilität hellgrün hier durch. Neben uns ist einer verunglückt. Wir fahren normal weiter, der fährt hier auf und der fährt den zu Tode. Wir peitschen einmal nach vorne und dann haben wir gewonnen. Wenn wir jetzt nicht tödlich, da kommt einer zu Tode. Wenn wir jetzt nicht verunglücken und nicht danach ganz viel Pech. Oh Gott, nein, 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 nein. Ganz knapp vor der Kurve. Was für ein Timing. Mit Stabilität da durch. Dunkelgrün. Weit vorne liegend nach der ersten Runde. Weit vorne liegend. Achtung. Hinter uns Mord und Totschlag. Rote Blutlachen aller Orten. Wir müssen gucken, dass vor uns nichts. Guck mal, wie langsam das ist, die Strecke, wie langsam die ist. Der will an uns vorbei, der Schuft. Oh Gott, wo ist das? Ist das auf unserer Bahn hier? Ist das unsere Bahn oder eins weiter links? Eins nach außen. Und es ist zu spät. Das ist unsere Bahn. Wir sind betäubt. Er fährt aber auch da oben drüber, oder? Er fährt auch. Und jetzt setzen wir uns eins vor ihn. Da kann er nämlich nicht an uns vorbei. Da kann er nicht an uns vorbeipeitschen. Er ist ohnehin betäubt. So, hier fahren wir normal weiter. Unseren Pferden geht's so. Unseren Pferden geht's ganz gut. Wir können am Ende des Rennens nochmal peitschen. Er geht eins nach links. Wir gehen auch eins nach links. Oh, nee, wir gehen mit Stabilität durch die Kurve. Wo ist der? Ist der Bahn 3 oder 4, der Wagen? Ist das 3 oder 4? Ich glaube, der ist eins weiter innen, oder? Bitte nicht rüberfahren. Er war eins weiter innen. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht, Leute. Letzte Runde hier. Letzte Runde. Sollen wir einmal nochmal peitschen? Nee, wenn, dann peitschen wir auf der letzten Bahn oben. Wir liegen weit vorne. Er peitscht auf uns drauf. Ist vor uns irgendetwas, was in der Bahn liegt? Liegt irgendwas vor uns in der Bahn, Leute? Das ist eins, das hat sich aufgelöst. Der ist vor uns. Wir fahren erstmal. Mal abwarten. Oh, jetzt sieht er an uns vorbei, der Schuft. Nein. 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 Nein.
Schneckenrennen. Alle Schneckenrennen. Er weicht nach eins, er fährt hier auf Schneckenrennen. Wir gehen noch eins nach links, weil der an uns vorbeipeitschen will. Das ist die Zielgerade da vorne. Absolute Schneckenrennen. Er beschleunigt jetzt auf und zu. Wir gewinnen im Schneckenrennen. Wir gewinnen. Ja, gewonnen. 23.000. Der eben neu gekauft, der Fahrer. Eben erst das Rennen, jetzt zweites Rennen, schon ein Sieg. Großartig, 23.000 bekommen. Zauberhaft, super gelaufen. Was für ein Spektakel, was für ein schönes Spiel, was für ein Sieg, fühlt sich gut an.